Mein Name ist Anita Grabner-Ostermann und ich bin Diätologin. Und seit 2 Jahren darf ich auch die medizinisch-technischen Dienste am LKH Feldbach-Fürstenfeld leiten. Wir beschäftigen 6 der 7 MTT-Bereiche im Krankenhausverbund, darunter die gehobenen MTTs im diagnostischen Bereich mit den Radiologietechnologinnen und den biomedizinischen Analytikerinnen und aus den therapeutischen Bereichen die Logopädinnen, die Ergotherapeutinnen, die Diätologinnen und die Physiotherapeutinnen. Neben den gehobenen MTTs beschäftigen wir auch Mitarbeiterinnen des medizinisch-technischen Fachdienstes, Laborassistentinnen und Röntgenassistentinnen. Früher erfolgte die Ausbildung zu den MTT-Berufen an Akademien. Dem Regierungsprogramm von 2007 zufolge wurden aber alle Akademien auf Fachhochschulen umgestellt. Für alle 7 MTT-Berufe besteht eine Fortbildungsverpflichtung im Ausmaß von mindestens 60 Stunden innerhalb von 5 Jahren. Es gibt am Fortbildungsmarkt verschiedene Anbieter, die eben Schulungen und Seminare in jeglichen Fachbereichen durchführen. Die Ausbildung bzw. das Studium dauert 3 Jahre und schließt mit dem akademischen Grad Bachelor of Science ab. Es ist natürlich auch möglich, ein Master- und Doktoratstudium anzuhängen. Seit 1. Juli 2018 ist es für alle Angehörigen der MTT-Berufe verpflichtend, sich im Gesundheitsberufe-Register eintragen zu lassen. Sinn und Zweck dieses Registers ist einerseits die PatientInnensicherheit, die Qualitätssicherung und auch natürlich die Bedarfsplanung der MTT-Berufe. Hospitationen und Praktika sind an beiden Standorten in allen MTT-Bereichen möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, Schnuppertage zu absolvieren. Wir arbeiten eng mit anderen Berufsgruppen zusammen. Und eine gegenseitige Wertschätzung liegt uns am Herzen. Wir würden uns freuen, auch mit dir die Zukunft zu gestalten. Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Unternehmens.